Damit die Energie richtig fließen kann, sind Bewegungsmeditationen besonders wichtig. Die Gehmeditation ist zudem auch alltagstauglich und sehr effektiv. Sie sorgt dafür, dass die Energie fließen kann und der Körper und Geist sich fit und gesund anfühlen und erhalten werden. Die meditativen Bewegungsabläufe regen den Atem an und somit auch den Energiefluss. Beherrscht man die Technik richtig, lässt sie sich wunderbar in deinem Alltag integrieren und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für deutlich mehr Wohlbefinden. Du wirst dich einfach fitter und besser fühlen. Die Gehmeditation ist eine Art des bewussten Atmens in Kombination mit ruhigen Bewegungsabläufen. Diese Technik hilft dir dabei abzuschalten, den Geist zu beruhigen und so auch Stress abzubauen. Gehen kann also eine Form der Meditation sein. Jedoch sollten deine Gedanken nicht umherschweifen und sich auch nicht von äußeren Ereignissen ablenken lassen. Das ist besonders wichtig, denn die Gehmeditation, wenn du die in einem Park oder auf einer Straße, in einem öffentlichen Wald, wo auch immer betreibst, solltest du ganz fokussiert sein, ganz bei dir sein. Denn die Gehmeditation wird auf eine ganz bestimmte Weise getan. Du kannst es auch mehrmals am Tag praktizieren. Das ist komplett unabhängig von dem Ort. Wichtig ist nur, dass du dich währenddessen auf deine Atmung konzentrierst und auf das Gehen. Das Gehen wird ganz bewusst getan. Du kannst das auch barfuß praktizieren, so wie ich in diesem Video hier. Ich gehe durch unseren Wald und praktiziere bewusstes Atmen und Gehen. Jeden Schritt, den ich barfuß tue, nehme ich auch wirklich wahr. Und darum geht es. Du hast dann gar keine Zeit, deine Gedanken abschweifen zu lassen, weil du bist im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment. Und deine Konzentration ist nur auf deine Atmung und nur auf das Gehen. Und du wirst sehen, je öfter du das tust, umso einfacher wird es und umso besser wirst du dich fühlen. It's not a simulation.